Das Springen auf Sprüngen macht sehr viel Spaß, aber es ist notwendig, Sicherheitsregeln zu beachten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. Stecken Sie alles aus den Taschen und entfernen Sie den Schmuck. Zuerst musst du dich immer aufwärmen. Führen Sie grundlegende Übungen durch, um Muskeln und Gelenke aufzuwärmen. Es wird nicht empfohlen, an den Kanten des Sprungbretts zu springen. Sie können mit einem Fuß auf dem Softpad landen und sich verletzen. Springen Sie nur im mittleren Teil des Sprungbretts, Sweet Spot genannt. Versuchen Sie, auf beiden Beinen gleichzeitig zu landen. Springen Sie nicht zusammen mit einer großen Anzahl von Personen auf die Sprünge. Dies erhöht den Rückprall oder kann zu einem doppelten Rückstoß führen und die Person aus dem Sprungbrett werfen. Sie können auch fallen und kollidieren, schwere Verletzungen bekommen. Spring auf ein Sprungbrett. Sie können von einem Sprungbrett zum anderen springen, aber Sie können nicht rüberlaufen. Sie können sich am Softpad festhalten und schwer fallen. Planen Sie immer eine Flugbahn von Sprüngen, zum Beispiel beim Springen auf eine geneigte Sprungbrettwand und Oratno. Stellen Sie sicher, dass Sie niemanden stören und niemand Sie stört. Doppelte Purzelbäume sind verboten. Es gibt viele Stuntsprünge, deren Implementierung ein langes Training erfordert. Beurteilen Sie objektiv Ihre Stärke und steigern Sie die Komplexität der Übungen schrittweise. Springen Sie niemals neben kleinen Kindern. Sie können versehentlich auf das Kind fallen und es festnageln, schlagen oder in einem starken Abprall aus dem Trampolin werfen. Ein Sprung in den Airbag oder Foam Pit mit dem ersten Kopf ist sehr gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Versuchen Sie, auf den Beinen, dem Rücken, dem Hintern oder auf der Seite zu landen. Landen Sie nicht auf dem Bauch, es ist auch ziemlich gefährlich und unangenehm. Sich müde fühlen, machen Sie eine Pause oder beenden Sie das Training. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie durch Muskelermüdung die Kontrolle über Ihren Körper verlieren. Denken Sie daran, dass Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere verantwortlich sind. Befolgen Sie die für jeden Standort festgelegten Regeln und hören Sie die Ratschläge und Empfehlungen des Parkpersonals. Dies hilft Ihnen, Ärger zu vermeiden und den Aufenthalt im Park zu genießen. Weiter zum Vergnügen.